Bevor ein Posaunist loslegen kann, muss er sein Instrument zuerst zusammenbauen. Wichtig ist natürlich das Schmieren des Zuges. Dazu benutzt er ein spezielles Wasser. Dann wird das Schallstück angeschraubt, richtig festgedreht und ausgerichtet, und dann fehlt nur noch das Mundstück. Der Zug ist das wichtigste Teil einer Posaune. Die Innenzüge werden mit einem speziellen Fett gefettet. Dieser Film darf nicht zu dick und nicht zu dünn sein und wird richtig einmassiert. Um das Fett zu verteilen, benutzt man dann auch noch den Außenzug. Der typische Posaunenklang ist das Glissando.